Grüß euch, da gibt es jetzt einen Live-Bericht. Eigentlich ist das schon der zweite Versuch oder der dritte Versuch, aber es gibt halt hier und da doch technische Schwierigkeiten mit diesen ganzen Spielsachen, die dann irgendwie auch nicht so richtig funktionieren, wie man das gerne hätte. Irgendwann muss man da ein besseres Equipment zulegen, weil da denke ich mich irgendwie nicht auskennen mit so vielen Sachen und Video, Audio ist das immer voll kompliziert. Auf jeden Fall, mein Handy mag ich ein wenig aufnehmen und jetzt haben wir einige Schwierigkeiten, wie man die Filme von einem Handy aufs andere kopiert und ja, alles so mühsam mit dem Spielzeug. Ja, gut. Wir sind derzeit schon unterwegs. Es ist jetzt mittlerweile bei uns 18.30 Uhr ungefähr und befinden uns da unmittelbar vor der Straße von Café Reas. Ich weiß nicht, ob man es am GPS erkennen kann. Aber schauen wir uns da auf der Karte, kann man es sehen. Wir sind hier gestartet. Da ist Lavrion und sind wir Macronisauce da hinaufgefahren und dann da weiter hinüber. Und das da ist die Straße von Café Reas da zwischen Insel Andros und da drüben das ist die Insel Evia. Und da werden wir dann sozusagen durchkreuzen. Wir befinden uns jetzt gerade da ungefähr. Ja, da ist gleich unsere Navigationsecke. Da haben wir einen Kartenblock da auch angenehm installiert. Die gesamte Elektrik und Funkgerät, auch alles da. Ja. E4 haben wir auch an Bord da über mir. Ja, derzeit gibt es der Wind lässt gerade etwas nach, aber vorher haben wir angenehme 4 Windstärken gehabt. Und darum gibt es da in der Kombüse bei uns den Patrick, der da gerade Nudeln kocht. Beziehungsweise tun wir gerade Wasser heiß machen für unsere Nudeln. Und ja, da können wir gleich eine Schiffsbesichtigung machen. Sieht man, da ist unsere Kombüse, da bin ich fleißig gekocht. Salon. Da hinten geht es dann in die Heckkabinen hinein. Und dann können wir da nochmal vorschauen. Vorne haben wir da natürlich frisches Gemüse, haben wir auch immer mit dabei. Und da gibt es noch eine Bugkabine. Bugkabine, wie jetzt eine Bugkabine ausschaut. Und dann, ja, dann werfen wir einen Blick ins Freie. Schauen wir mal, wie das draußen ausschaut. Sehr schönes Wetter natürlich, also wie gesagt, die Sonne geht schon wieder 18.30 Uhr und nähert sich schon wieder den Horizont, aber viel Zeit haben wir natürlich noch. Wache erwischt, doch immer eine richtige Wache. Ja, da sind die Segel bestimmt unterwegs, wie man sehen kann. Da haben wir einen Markenkraus. Haben wir da in der Zeit gegeben, das erste Reif, weil es vorher etwas weniger war als jetzt ist. Wenn es wieder einen Nachtbericht gibt.